Herzlich willkommen zurück zu Call of Juarez Bound in Blood. Ja, was ich vor der Pause sagen wollte, ist, dass ich diesen Part, also ich habe das Spiel vorher, habe ich komplett mit Ray gespielt, also auch diesen Part, deswegen das gerade ganz interessant war, diesmal aus Thomas Sicht zu sehen. Ja, was? Aufpassen, Bruder. Oh Gott, ich halte meine Maus komplett scheiße gerade. Es läuft. Straße ist frei. Bisschen beeilen hier. Damit wir noch auf Feinde treffen in den nächsten 40 Sekunden. Ja. Wie gesagt, langsame NPCs und so. Ich dachte, ihr wärt tot, genau wie meine Männer. Ihr beiden seid echt zäh. Schon das zweite Mal, dass ihr meine Marisa rettet und ich euch für Comanchen halte. Wo ist mein Wagen? Den haben die Comanchen. Vielleicht lassen sie uns jetzt in Ruhe. Hör zu, mein Freund. Danke, dass ihr meine Frau gerettet habt. Aber jetzt müssen wir den Wagen finden. Darauf befinden sich 100 Gewehre. Oh, verdammt. Weit können sie nicht gekommen sein. Auf die Pferde, Amigos. Zumindest werden sie wohl kaum versuchen, ihre Spuren zu beseitigen. So, gut. Schneller! Ja. Gut, der Ausruf war gerade ein bisschen verstörend, aber gut. Ey, mir fällt echt nichts ein, was ich sagen soll. Das ist echt voll Banane. Hört auf, Pfeile zu überleben, ihr Dreckigen. Schnauze voll hier. Und ich hasse sein Gestöhne. Okay, das war's erstmal hier. Ich hab doch noch gerade einen gesehen. Da. Gott, Thomas, halt die Fresse jetzt. Ohne Witz, der geht mir gerade so auf den Sack. Wir nehmen einfach das Kanu, in dem ein Geheimnis liegt. Hey! Okay, Pfeile sind voll. Ich verstehe den Wink mit dem Pfauenzahl. Wir benutzen mehr den Bogen. Wobei ich den jetzt eigentlich relativ gut benutzt habe, oder? Ich denke, ich mache das schon relativ ausgeglichen mit den Waffen, oder? Seht ihr das anders? Ja, natürlich, das war so klar. Er kommt nicht wieder hinterher. Mach hin, du Arsch. Ja, und dann noch so ein Kommentar dazu, ne? Ich mich hier gerade darüber aufregen, mache ich jetzt aber nicht. Warum habe ich gerade so schlechte Laune? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Oh, du Wunderfilm. Ah, er kommt hinterher. Gut. Jetzt haben wir. Sie scheinen ganz entspannt zu sein.
Siehst du diesen Felsen dort? Kletter darauf. Ich scheuche sie hervor. Mal sehen, wie entspannt die dann noch sind. Okay, lass uns diesen Wagen holen. Okay. Komme ich da jetzt nicht ran? Au. Das war voll gegen die Felswand. Okay. Ja, Bogen, Bogen. Chillig. Wunderbar. Ich dachte, es kommt nur eine kleine Kletterpassage hier, aber anscheinend doch wieder Schießerei. Aber naja. Ich beschwere mich darüber nicht im geringsten. Ja, natürlich. Ja, nice. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, hier weiter hoch. Ich glaube nicht nur, ich habe sogar recht. So, und jetzt geht Sniper-Time los. Chillig. Achso, und für den war es zu weit weg, oder was? Okay, wie soll ich hier runterkommen? Ach, da. Ne, ups. Ja. Ah, okay. Okay. Okay, oh, geschafft. Yippie. Achso, geh zu Bruder. Es ist ein sehr schöner Fels. Achso. Ich wollte gerade sagen, warum zoomt die Kamera auf den Fels? Der ganze verdammte Stamm! Lasst uns jetzt schleunigst verschwinden! Vamonos! Steig auf den Wagen und schnapp dir die Gatling! Okay. Da ist noch was. Yeah. Ich liebe Gatlings, ne? Ach ja, ich bin gerade auch irgendwie konzentrierter, merke ich gerade. Ich weiß gar nicht warum. Ist doch einfach nur Mausklicky. Aber gut. Ich bin generell die letzten Parts irgendwie zu still. Ich habe keinen Plan warum. In diesem Let's Play ist wohl endgültig die Kommentare ausgegangen. Angehalten. Was zum Teufel? Warum verfolgen die uns nicht? Sieh dich um, Amigo. Klagefelsen. Sieh, Amigo, dies ist Apachenland. Die Comanchen können keine weiteren Feinde gebrauchen.
Okay. Amigo, dein Gott muss wirklich über uns wachen. Wir sind durch das Comanche-Territorium gekommen, ohne unsere Scalps zu verlieren. Natürlich wacht er über uns. Er liebt alle Menschen. Auch dich. Es gibt keine schlechten Menschen. Nur böse Taten. Das Böse hängt von der Perspektive ab. Diese Wilden betrachten uns als weiße Teufel. Aber weil wir ihnen Gewehre bringen, heißen sie uns willkommen. Ganz ruhig, Freunde. Sing Father, sag deinen Brüdern, dass wir Freunde sind. Wir haben euch die Gewehre gebracht. Der Handel ist geplatzt. Widerwärtiger Betrüger. Diese Waffe funktioniert nicht. Ein Gewehr von 300. Keine einzige funktioniert. Nein, bitte nicht. Tötet sie. Alle. Nein, Vater. Es ist der junge Schamane, der mich vor dem Betrug gewarnt hat. Mieser Verräter. Bitte, Vater. Er ist mein Freund. Er hat seine eigenen Leute hintergangen, um uns zu helfen. Und wie möchtest du ihn dafür belohnen? Mit ihrem Leben. Bitte. Verschone sie. Das Herz des jungen Schamanen ist größer als sein Verstand. Aber da es Sin Fathers Freund ist, sei ihm der Wunsch gewährt. Der große Häuptling Running River schenkt euch das Leben. Verlasst unser Land. Wir nehmen eure Pferde, Waffen und Wagen als Lösegeld. Und die Frau? Was? Running River will eure Frau. Juan! Du bist die Einzige, die von den Waffen wusste. Oh mein Gott! Dann hast du mich also verraten. Juan! Nehmt sie, schlagt sie, Juan. Vergnügt euch. Denn mehr ist die verlogene Hure nicht zu gebrauchen. Der junge Schamane und seine Brüder können in unserem Camp rasten. Aber sie sollten keine Herzlichkeit erwarten. So, so, die Story hier wird langsam dünn. Wobei dieser Satz keinen Sinn ergibt, aber gut, Ende von Kapitel 10. Womit wir, glaube ich, 2 Drittel des Spiels abgeschlossen haben, weil ich glaube, es gibt wirklich nur 15. Oder 16. Von Jagd und aus traditionellen Jagdgründen vertrieben, versteckten sich die Apachen in den Bergen Nord-Arizonas, wo sie ein kümmerliches Dasein fristeten. Uns Weißen begegneten sie von Natur aus mit Misstrauen. Und die kühle, jähzornige Art meines Bruders tat ihr Übriges. Ray gefiel es nicht, wie die jungen Krieger Marissa anblickten. Er war unruhig und reizbar. Ich befürchtete, er würde jeden Moment hochgehen und wollte verschwinden, bevor es zu Blutvergießen kam. Aber Seeing Father wollte mit uns sprechen. Allein. Worüber wusste ich nicht. Aber ich ahnte, dass all das nichts Gutes zu verheißen hatte. Mysteriös. Ich weiß, dass ihr das Medaillon sucht. Ich kann euch helfen. Warum solltest du uns dabei helfen wollen? Mein Vater will dafür Waffen für seinen Krieg gegen die Weißen kaufen. Aber wenn er Erfolg hätte, wären die Apachen dem Untergang geweiht. Und du willst es uns einfach so geben? Nein. Aber ich zeige euch, wo es ist. Du hast das Medaillon gar nicht? Es ist verflucht. Meine Ahnen erhielten es von einem mexikanischen Priester, der dafür sein Leben gab. Kurz darauf überfiel uns eine schreckliche Krankheit. Viele starben. Einer der Überlebenden gab es für etwas Nahrung an die Navajo. Und auch sie wurden heimgesucht. Ihr Medizinmann erkannte, dass es dunkle Kräfte besaß. Er versenkte es in einem See, hoch oben in den Bergen. Dort bewachen sie es noch heute. Running River hat also mit einem Medaillon gehandelt, das er gar nicht hatte? Er wollte euch den Aufenthaltsort zeigen und hoffte, es wäre auch für euch eine unheilvolle Medizin. Und den Navajo nebenbei das Leben zur Hölle machen? Wir sind Blutsfeinde.
ganz schön gerissen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Woher wissen wir, dass du uns nicht auch in den Tod schickst? Weil ich euch begleite. Ohne meine Hilfe würdet ihr es nie finden. Partner, ich hoffe, du verarschst uns nicht. Denn wenn dieses irgendein Apachen-Trick ist, wird das dein letzter sein. Ja, und der Part ist wieder vorbei. Ray ist an der Reihe und... Genau. Wie wir an das Medaillon gekommen und... und wie wir dann uns auf der Suche nach dem Schatz machen und ganz andere Kram seht ihr dann in den nächsten Parts. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Cyro.